Hallo, wunderschönen guten Morgen. Hallo, ihr lieben Lebenden. I'm super excited. Ich bin mega aufgeregt. Ich habe so viele Glücksgefühle in mir. Ja, voll schön. Was für eine Möglichkeit, was für eine grandiose Herausforderung auch und was für eine Chance. Sehen Sie mich den ganzen Tag einfach einmal online und ich kann es so verstehen, dass das passiert. Ach Gott, weil es einfach herrlich ist. Es beschreibt das, was ich immer wieder sage. Du kannst hören, du kannst sehen, aber und du kannst wissen und das alles hilft dir überhaupt nichts, wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht erlebst. Morning Tim, yes, everything is fine. The sun is behind me, everything is good. Es ist so faszinierend, weil wenn du es nicht erlebst, dann hast du keine Wahrheit. Du hast keine Wahrheit in dir, die es dir ermöglicht, deinen Weg mit etwas Neuem ganz individuell zu gehen. Ich habe heute extra gebeten noch zur geistigen Welt, zu meinen Geistführern. Sage ich bitte, also ich weiß, es geht alles gut, weil ich bin sowieso geführt bis ins Dort hinaus. Aber bitte lasst mich immer wieder genau die Worte sprechen, und zwar genau so liebevoll und so klar, dass das einfach ankommt, was ankommen soll. So, jetzt, was heißt das? Sehen Sie mich einen ganzen Tag. Also normalerweise, es ist ja ein Geschenk, auch wenn es mir leid tut für meine drei Ladies, die zwei davon leider krank sind. Ganz, ganz liebe Grüße und gute, gute Besserung. Wir haben eh schon getratscht heute Morgen und wir werden den Tag einfach nachholen. Ja, nur weil es denen nicht gut geht, kommt ihr heute alle in den Genuss und echt, ganz ehrlich, ich komme in den Genuss, das ist so geil. Oh Gott, ich kann endlich, und auf die Idee wäre ich vorher einfach nicht gekommen, dass ich einfach einmal einen ganzen Tag euch die Möglichkeit bitte, in dem Ausmaß mitzugehen, sehen Sie mich, was auch immer das alles bedeuten mag für jeden Einzelnen, es zu erleben. Mega, ich lieb's. Was heißt das? Also der Tag startet bei sehen Sie mich normalerweise. Hello, servus Andrea, sehen Sie you. Der Tag startet normalerweise um 10 Uhr und wir arbeiten gemeinsam bis 18 Uhr. So ist der tägliche Ablauf. Und den möchte ich da heute ein bisschen wissen lassen, weil ich mich auch daran ein bisschen halten werde. Und so kannst du dir deinen Tag einfach einteilen, wie viel du mit mir, mit uns, mit meinen Guides einfach auch sein möchtest. Und natürlich auch mit dieser wundervollen Gruppe, die da sich über Facebook dann zusammenfindet. Ich werde alle Videos dann auch auf YouTube einstellen und werde es immer wieder zusammenfassend unter dem Titel Sense Me Day reinstellen, damit man das einfach auch im Nachhinein vielleicht nochmal nachmachen kann oder einzelne Teile nachholen kann, was auch immer. Wenn wir nur mehr Rezon dran, weil es einfach so geil ist. So, heißt, da wo ich die jetzt gerade mit habe, ist meine Vorbereitung. Immer, wenn ich arbeite, gleichgültig, ob zum Einzelsitzungstag oder für Seminare, ich gehe nach draußen, ich verbinde mich mit mir selbst, mit der geistigen Welt, ich fühle rein, was braucht es für den Tag, was sind die Themen, die wichtig sind, die anstehen. Und genau, das ist die erste Übung, mit der wir dann um 10 Uhr starten werden, wo ich dich einfach einlade, mitzuerleben, anhand einer Übung, wie es wir aus der britischen Medialität da gern machen, einzutauchen in deine eigene Energie, zu dir zu finden, dich zu sammeln, einfach einmal einzutauchen in dich selber. Sense yourself. Also dich selber einfach spüren, zu dir kommen, zu dir finden. Wenn ich das schon sage, dann kann ich schon fühlen im Energiefeld,
dass da ganz viele Menschen einfach so eine überspitzte Idee haben, was das bedeuten mag, wie intensiv das sein muss. Es muss überhaupt nichts, sondern es ist, was es ist. Und jeden Tag ist es sowieso anders und während des Tages wird es auch immer wieder ein bisschen anders sein. Aber worum wir uns kümmern, ist, dass du einig findest, zu wie findest, hin findest zu deiner Essenz. Genau. So. Was für ein wunderschön weihnachtlicher Background. Extra gesucht, nachgeführt, was auch immer. So, das wird um 10 Uhr die erste Übung sein. Und dann wird eine kurze Pause einfach sein, weil ich kann nicht den ganzen Tag online sein. Ich muss meinen Akku dann ab und an wieder aufladen. Ich werde dann, das wird so circa 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Nein, nehmen wir mal eine halbe Stunde, weil die Bettere redet gern. Nehmen wir mal eine halbe Stunde. Und dann um kurz vor 11, also 10:45 wird es weitergehen mit dem, was wir sonst machen innerhalb einer Befindungsrunde. Das lasst euch überraschen, was das dann alles wird und was das dann alles ist. Und vor allem lasse ich mich auch überraschen, weil ja ich heute niemanden anwesend habe. Aber ich habe mein WLAN schon aufgestellt in meinen Seminarraum. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Impulse habt, wo ihr mich wissen lassen möchtet und vielleicht dann einfach logischerweise der Petra ihre Weisheiten dazu haben möchtet, dann schreibt es einfach dann in die Kommentare rein. Das wird, so wie ich das jetzt spüre, natürlich alles ein bisschen anders, wie wenn die Gruppe anwesend ist, weil dann ist es ein Ineinanderfließen. Das andere heute spürt sich vielleicht gerade ein bisschen holpriger, aber die Unwissende ist doch auch okay. Schauen wir, wie es wird. Dann machen wir eine Mittagspause, so circa 1,5 Stunden, weil so haben wir das mit Sense Me auch immer. Und im Nachmittag wird es ganz viel darum gehen, Jenseitskontakt. Das heißt, wie geht es in Verbindung gehen mit der geistigen Welt? Was ist der Unterschied Geistführer, Jenseitskontakt zum Verstorbenen? Was dann alles genau kommen wird, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil in mir sind schon 1000 Dinge, die ich halt drüber weiß und praktiziere. Und dann habe ich meine Guides noch da, die mir dann auch noch voll viele Sachen erzählen. Und dann habe ich natürlich auch noch eigene Energien. Vielleicht auch da wieder noch irgendwelche Fragen dazu, wobei ich da gleich sagen möchte, das ist ein so überdimensional großes Fass an Informationen. Merkst du es? Ich merke sogar schon, wie schnell ich jetzt rede. dass ich bitte, bitte, danke, danke, wahrscheinlich nicht alle Fragen einfach beantworten kann. Aber wir werden sehen, was alles kommt. Was kommt noch? Das weiß ich jetzt noch nicht. In diesem Modul, ich muss jetzt geschwind einmal die Hände wechseln, warte mal, gach. Ich kann schon auch noch anziehen. Seht ihr das? So normal ist das, wenn man mit den Toten redet. Man muss auf sich selber schauen, man muss in seiner Energie sein. So, jetzt fällt mir nämlich da oder der linke Ast schon ab. Ja, wo war ich? Links? Nein. Ja, wegen die Zeichen, also lustig. Habe ich doch vor 2 Tagen jetzt das Video gemacht. Kurzer Schwenk. Alles mit links machen oder links geht's leicht. Gestern tue ich mir auf meiner rechten Hand so weh, dass ich echt fast nichts mehr mit rechts machen kann. Und dann, zack, ergibt sich diese Möglichkeit halt. Ja. Was sich sonst noch alles ergibt im Laufe des Tages, das werden wir sich anschauen, weil das ist was, was für mich in Sense Me ganz, ganz wichtig ist, dass immer Raum für das ist, was sein soll und was sein darf. Und das hängt immer ganz stark mit den Menschen zusammen, die bei Sense Me dann dabei sind. Und so wird das bleiben. Das mache ich auch heute nicht anders. Und genau. Und in Wahrheit glaube ich, dass ich jetzt alles gesagt habe. Ich werde mich selber noch mal kurz ein bisschen sammeln. Werden wir dann daheim wieder einfinden und ich freue mich, wenn wir uns um 10 Uhr sehen zur ersten Übung, in deine eigene Energie zu gehen, deine eigene Essenz zu fühlen, mit dir selbst zu sein. In Wahrheit ist es eine komplett simple Sache und trotzdem ist so viel, so klar in unserem Kopf, aber es bringt dir nichts, wenn du das nicht spürst, wenn du das nicht in dir drinnen hast, wenn du es nicht erlebst, wie grandios du bist.
Ich freue mich voll auf diesen Tag. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der dabei ist. Ich freue mich unfassbar, wirklich. Großartiges Geschenk, dass ich zu diesem Geistesblitz gekommen bin, dass ich dir die Möglichkeit schenke, Sens Me zu erleben. Weil seit Jahren probiere ich es immer wieder, dass ich die Leute das erkläre oder sie fragen mich danach. Und immer wieder spüre ich, entweder ruft es dich oder eben nicht. Und der Ruf von Sens Me, der kommt definitiv nicht im Kopf an. Der kommt da drinnen an, der kommt in der Aura an, der kommt im Herzen an, in dem Spirit, der du bist, in all dem kommt das an. Und ich freue mich auf wundervolle Begegnungen heute. Pfiat euch!